Und damit hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge des Lego der Hobbit Let's Plays, wo wir gerade mit Bilbo Beutlin hier unten in die Höhle abgestürzt sind, als sie sich in eine Höhle begeben haben und von Orks angegriffen wurden, von Bilbissen. Und wir gerade hier irgendwie einen Durchgang suchen, was wir hier genau machen müssen. Und ich hier selber noch nicht weiß. Ah ja, alles klar. Oh, warte mal, da können wir da oben auch noch was dagegen werfen. Dort. Kommt hier noch was runter? Dann können wir hier was aufbauen. Was tatsächlich nach etwas aussieht, was eine Lösung schaffen könnte. Okay, ich bin erstaunt, dass wir hier unten sowas bekommen. Holz als nächstes. Holz haben wir noch genug. Und das haben wir auch traurig genug gesammelt. Gerade perfekt. So, bauen wir noch irgendwas auf. Vermutlich. Ein Rambock oder so ein Scheiß. Sieht auf jeden Fall schon mal nach was aus, was auf Rädern ist. Also ein Rambock sieht sogar fast richtig aus. Das Teil, diese Platte. Ja. Das wird ein Rambock. Oder es könnte auch irgendwas anderes werden, womit man das aktivieren kann. Das glaube ich zwar nicht, aber werden es herausfinden. Einmal wieder verkackt, weil wir zu langsam waren. Egal. Ist das? Ah ja, doch. Jetzt sieht es aber eher aus wie ein Amboss, also etwas zum Werfen. Heißen die Dinger Amboss? Die man aufziehen kann und dann, sobald sie genug Spannung haben, schleudern sie was weg. Artillerie könnte man auch so bezeichnen. Ah, so, das hier geht nicht kaputt. Kannst du dich jetzt hier. Jetzt müsste er hier das Ganze drehen. Dann haben wir ernsthaft Bilbo dagegen geschossen. Okay, das hätte man vielleicht doch andersrum machen sollen. Egal, wir haben es jetzt so rum gemacht. Wie möglich nicht mehr verirrt sein. Wir wissen sichere Wege für Hobbits. Also, wieso machen wir nicht ein kleines Rätselspielchen? Ja. Und wenn es verliert? Wenn es verliert, mein Schatz, dann fressen wir es. Einverstanden. Was? Ja. Man kann sie kaum sehen. Ist höher als alle Baumwipfel stehen. Nach oben steigt es bis ans Licht. Und dennoch wächst es nicht. Ein Berg. Mann. Okay, wir müssen erstmal spielen. Ich hätte jetzt sofort auf einen Berg getippt bei seinen vorgeschlagenen Rätseln da. Ein Berg hat keine Wurzeln, kann nicht wachsen, regt sich nicht und ist sehr hoch. Okay, aber da wir das nicht sofort lösen können, müssen wir erstmal hier jetzt schauen, was wir hier alles kaputt machen können und was wir hier alles an Sachen haben. Und schön alle Coins sammeln für unseren Meisterdieb, wie es hier heißt, nicht wahrer Eroberer. Weil es beim ersten Spiel wahrer Eroberer hieß. Ist es auch schon bei Dingens wahrer Eroberer? Ne, weil es bei Herr der Ringe wahrer Eroberer hieß, ist es für mich jetzt auch immer der wahre Eroberer. Auch wenn es eigentlich das nicht ist, sondern irgendwas anderes, sage ich das trotzdem. Hier können wir irgendwas aufbauen? Eine Wand. Schreit stimmlos, flattert flügellos, beißt zahnlos. Murmelt. Mundlos. Das jetzt auch noch zum Rätsel dazugehört, dann wäre ich doch verwundert. So, den Coin habe ich noch gesehen.
Hier unten können wir das nächste aufbauen, was dann dort ist, wo ist klar. Dingens hoch kann. Dann hauen wir hier erstmal noch alles kaputt, was wir sehen. Das hier so, so und so. Und den Stuhl von mir ist auch noch. Geht's hier unten noch irgendwo rein? Irgendwas machen? Nö. Ja, damit haben wir alles. Und dann schnappen wir uns ihn und klettern mal nach da oben. Schauen wir mal, was wir hier oben mit ihm machen können. Das eigentlich ist mein favorisiertes Ziel eher mit Bilbo zu spielen, aber hier oben hat man wohl tatsächlich nur diese eine Chance. Aber wir haben was zum Aufbauen bekommen. Ein Windrad, so wie es aussieht. Und auch noch eine Kurbel zum Benutzen. Hier. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Und damit blasen wir Gollum weg, oder was? Der Wind, natürlich. Also das erste haben wir anscheinend gelöst und das zweite auch, aber ich weiß gar nicht, wie wir es das zweite geschafft haben zu lösen. Und jetzt dritte Rätsel. Vogel, Blume, Ast und Laub. Aus harten Steine maltes Staub. Ja. Ich habe keine Ahnung, was er damit jetzt meinen könnte. Wir bauen hier das nächste direkt auf. Ach, ein Tunnel. Alles klar. Ich habe mich gerade schon gefragt, was das werden soll. Haben wir aber immer noch das Problem, dass uns tatsächlich ein paar sehr viele Coins fehlen. Also hier muss auf jeden Fall noch irgendwas kommen später, was mir mindestens als Lösungsweg dient. Ich komme da hinten irgendwie noch nicht an das Ding daran, obwohl ich daran kommen müsste. Aber ich kann mir schon denken, was wir machen müssen, und zwar jeder hängt sich an ein Seil und dann fliegt die ganze Scheiße runter. Und jetzt schnappen wir uns nochmal ihn und schauen, ob wir da oben nicht vielleicht doch noch das kaputt bekommen. Nee. Schade. Und bei dir? Nee, kriegt er auch nicht hin. Okay, dann bauen wir das hier unten zusammen. Was auch immer das wird. Achso, so ein Teil, wo wir wieder irgendwas reinstecken müssen an Ressourcen. Das ist die Frage, ob wir genug haben. Vermutlich ja. Das habe ich. Mit Eisen. Woher bekommen wir Eisen? Ach, es ist genau andersrum. Ah, alles klar. Rechts war dieses Mal das, was wir haben. Alles klar, ich dachte nämlich gerade, wir mussten wieder von links nach rechts und nicht von rechts nach links. Jetzt bin ich gespannt, was wir jetzt als nächstes bauen. Weil ich weiß tatsächlich auch noch nicht, was des Rätsels Lösung ist. Und oben beginnt auch schon wieder der erste Timer uns zu ärgern. Der am Ende wahrscheinlich wieder am härtesten ist. Deswegen konzentrieren wir uns mal kurz. Ich halte mal kurz meine Klappe. Das ist hier schon richtig. Das größere von beiden. Und was? Okay, also das war jetzt nicht sofort ersichtlich. Sorry. Schade, hätte ich mich fast mal konzentrieren können, aber nee, auch nicht. Die Zeit? Zeit. Die Antwort ist Zeit. Also. Komm schon. Ich habe gewonnen. Du hast versprochen, du zeigst mir den Ausgang. Wo ist der? Wo ist der? Gestohlen!
es gewagt, bewaffnet in mein Königreich einzudringen? Spione? Diebe? Mordgesindel? Zwerge, euer Bosheit! Zwerge? Die waren in der vorderen Eingangshalle. Ich kenne dieses Schwert. Das ist der furchtbare Ochsbalter, der Beißer. Erschlagt sie! Tötet sie! Tötet sie alle! Okay, und wir kommen nochmal in einen Bossfight, wo wie ich zwar nicht ganz verstanden habe, warum wir hier in dem Bossfight sind, aber okay, wir sind im Bossfight von mir aus. Und der Anführer kennt anscheinend die Waffe, die wir hier haben. Ich kenne sie nicht. Umso besser. Wenn er Angst vor etwas hat, was ich nicht kenne, klingt das immer nach einem sinnvollen Plan. Und wir sollen erstmal nur Orks besiegen. Solange bis da oben der Counter runterzählt. Also ihr seht ganz oben den Timer. Den Counter. Der ist bei 7 aktuell. 6. Na komm. 5. Und jetzt noch den hier. 4. Das sind, glaube ich, genau die 4, die gerade gekommen waren. Was sind das? 4? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das 4 sind. Ja, es sind 4. Da habe ich gerade meinen eigenen Mate geholfen, dass es klappt. So, das ist der letzte. Für die erste Phase des Bosskampfes wohlgemerkt. Und siehe da, wir haben einmal wieder von Gandalf Hilfe bekommen. Wie auch sonst. Er schwingt den Feindhammer, hell wie Tageslicht. Kämpft! Ah ja. Okay. Ich muss selber erstmal wieder jetzt rauskriegen, was hier. Wen habe ich denn unter Kontrolle? Ich sterbe andauernd nur mit meinen Leuten. Ah, den da hinten habe ich unter Kontrolle. Den will ich nicht haben. So, wir nehmen mal Gandalf. Kämpfen mit Gandalf. Ich war jetzt gerade ziemlich lange verwirrt, wer jetzt überhaupt derjenige ist, den wir brauchen. Und vielleicht kriegen wir jetzt zum ersten Mal die Lösung genannt, wie wir gewisse Sachen hier lösen können. Aber so sicher bin ich mir da noch nicht. Bis jetzt weiß ich auch noch nicht. Was wir genau tun müssen. Weil einfach nur Leute töten kann ich mir fast nicht vorstellen. Oh, alles klar. Okay, er kann da nicht hinschießen, dann nehmen wir mal ihn. Ja, er hat ja dieses lustige Ding. Ich glaube, das geht ja auch nicht dagegen, alles klar. Wer kann denn... Ach, er hätte schießen können, alles klar. Er hier. Den können wir jetzt auch erstmal hier gemütlich mit dem Bogen schießen, um alle zu töten, die wir töten sollen. Und sobald er da hinten wieder meine Kiste in die Hand nimmt, jetzt können wir auch auf die Kiste schießen. Genau, das ist die Lösung. Jetzt müssen wir uns hier wohl zusammentun. X, genau, und nochmal X. Und dann kriegt er einen richtig schön auf den Deckel. Der hat übrigens ein Kinn, was aussieht wie ein Hodensack. Ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt sonderlich prickelnd, dass das so ist. Das ist auch der falsche. Wo ist denn wieder der mit dem Bogen? Du? Nein. Du? Bist der mit dem Bogen? Ja, der ist der mit dem Bogen. Alles klar. So. Hätten wir das. Er nimmt auch schon wieder die... Ne, wir brauchen nicht den mit dem Bogen. Wir brauchen ihn hier, Dori. Habt ihr das Teil so und da oben dagegen ziehen. B, 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 B. Oh, zum Glück. Haben wir das schnell rausgekriegt. So, ihr müsst euch wieder zusammentun und ihn auf den Kopf brezeln. Ist natürlich auch ein bisschen peinlich, dass das so leicht gemacht wird. Aber okay. Kann damit leben. Noch eine Kiste, wo ich jetzt erstmal schauen muss, was das für eine wird. Vermutlich
Brauchen wir Turin für diese Kiste? Da ist was Blaues dran. Das kann alles Mögliche sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Nee, ich würde tatsächlich sagen, das ist eher was für Gandalf. Ja. Sache, das ist für Gandalf. Gut, und dann hier, ihr zwei, tut euch mal fix zusammen. Und haut ihn ein drittes Mal auf den Kopf. Reicht dreimal? Ja, reicht. Was? Los! Ja, und wir sollen flüchten. Schnappen uns hier mal. Ah, das ist der Nebensinn. Und hauen hier noch alles weg vorher, weil ich will gerne noch alle Coins einsammeln. Wir sind gerade eh schon ein paar Mal zu oft gestorben. Da wäre es ganz gut, wenn wir hier mal noch uns Coins technisch etwas hocharbeiten. Auch wenn ich glaube, es ist vielleicht etwas gleich übertreiben hier am Anfang, aber egal. Unser Ziel ist es, durch aus der Höhle zu flüchten. Hier noch einmal fix speichern. Nehmen einfach mit. Folge ist noch lang genug. Jetzt hier unendlich langes Spawn, weiß ich auch nicht. Wir hüpfen einfach mal hier runter und zögern das jetzt hier auch nicht unnötig lange hinaus. Uiuiui. Bei dem Brett hätte ich jetzt fast gedacht, dass es nachgibt. Und wir haben auch gleich durch Zufall den richtigen gehabt. Können wir die Dinger hier nicht kaputt hauen? Das hier schon, aber die hier nicht. Na gut, egal. Dann hier hoch und da hoch. Viele Orks hier einfach mal rumlaufen. Achtet mal auf den Hintergrund, wie viele das sind. Oben und unten, also hinten oben und... Ach, scheiße, einfach nur überall. So, hier die blauen Dinger, da brauchen wir Gandalf für. Was auch immer da die genaue Lösung jetzt hier ist. Das ist mir nicht ersichtlich. War irgendwas, was er machen kann. Kannst du jetzt hier hoch? Ah ja, ah, nee, auch nicht. Wartet. Ich glaube, wir müssen das aufheben. Haha, so, und jetzt können wir damit durch die Massen. Lol, wie geil, bitte. Können wir bitte auch noch durch die anderen hier oben? Nee, können wir nicht. Schade. Okay, das ist natürlich einfach mal mega cool gemacht gewesen, dass du einfach mal kurz einen Rambock nimmst und durch die Orkmassen fährst. Da ist jetzt selber nicht mitgerechnet. Das meine ich übrigens immer, das was die Lego-Let's Plays so unerwartet gut macht, dass du einfach so komplett grundlos auf einmal bekommst du was, wo du denkst, so, ja, nett, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Und das war gerade wieder so eine Sache. Okay, jetzt die Brücke, die einfach hochfällt, ist etwas strange. Aber gut, wir laufen mal drüber. Hier oben sind noch welche. Dass wir übrigens den Meisterdieb bekommen, das bezweifle ich im Moment. Weil dazu fehlen uns echt noch ein paar zu viele Coins. Kommt los, alle hier einmal sterben. Ach, da hinten, den ist mir alles auch egal. Komm, ist eh schon tot. So, hier hauen wir das noch weg und das. Oh, sind da gerade eine Frauenstimme? Nee, habe ich mich getäuscht. Ich dachte, dass da gerade eine Frauenstimme gesungen hatte. Können wir damit irgendwas machen? Ja. Du zufällig da dagegen? Nee. Schade. Okay, aber er kann... ...dort oben dagegen schießen. Wir müssen wohl... ...in Blau... Auf jeden Fall dafür sorgen, oben ist. Ah, alles klar, das sollen die Farben signalisieren, die wir brauchen. Okay. Das muss man aber auch erstmal raffen. So, hier, er kann das auch mit A. Waffe wechseln und jetzt X. Tatsache, er kann das auch. Okay.
Er ist ja unerwartet stark. Wer ist denn das? Ja. Und zum Thema unerwartet stark ist der... Er ist nicht hinterhergesprungen. Ich dachte schon, er ist uns einfach hinterhergesprungen. Einer von den Orks. Das hier ist... Ori? Genau, Ori ist das. Der... Eine... Ja, wie nennt man es denn am besten? Armbrust ist das falsche Begriff. So eine Schlinge halt zum Schießen. Wie heißen denn diese Teile? Jetzt bin ich überfragt, wie seine Waffe heißt, die er hat. Wo man einfach so einen Gummi hat und wenn man den... Da tut man den Stein rein und zieht das lang und fertig. Ich habe keine Ahnung, wie die Scheiße heißt. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. So, und wir brauchen... ihn hier, Dori. Den habe ich gerade gesucht. Aber die Namen sind aber auch nicht unbedingt sonderlich leicht. Ihn hier die... Übergangsbrücke runter, damit wir drüber gehen können. Dann nochmal das hier fix weg. Und ich muss sagen, dass das hier tatsächlich ein recht verworrenes Gebiet ist, von dem, was man sieht. Also, der Vorteil bei Lego ist, dass es immer so leicht ist, dass man es nicht verfehlen kann. Das ist der große Vorteil, aber jetzt zu sagen, dass es so leicht ist, dass ich sofort alles verstehe, wäre halt auch gelogen. So, wir brauchen wieder hier, alles klar, die Leiter. Könnt ihr hier noch nach rechts laufen? Ne, ihr könnt mal geradeaus laufen. Dann steckt die da mal dran. Der ist es auch schon oben. Ach, der hat das genutzt, damit wir drüber kommen. Also hinten ist schon weg, gut. Dann über die Leiter drüber in den nächsten kleinen Passus. Da fand ich auch jetzt den Effekt wieder cool von der Leiter, dass sie tatsächlich auch langsam runtergefallen ist und nicht so... Ja, alles klar, setzt du dran und ist oben, sondern so, ja, sie kippt dann langsam um, während der eine ganz oben ist und der andere unten. So, hier brauchen wir wahrscheinlich... Ne, brauchen wir nicht. Ich dachte schon, wir brauchen hier zwei. Aber Ori, unser mächtiger Typ, kriegt beides hin und rennt damit weiter. Wir machen hier unten mit dem weiter. Wir wieder haufenweise Sachen zum kaputt machen haben. Und ich muss sagen, es sind so viele in diesem Level... Dass wir tatsächlich keinen Bock mehr haben, alles kaputt zu hauen, weil es einfach zu viel ist. So, was haben wir hier? Eine Fackel, mit der wir das hier anzünden können. Ja. Und damit passiert was? Wunderschön. Alles klar. Mal schauen, ob die das von alleine hinkriegen. Ach du Scheiße. Wir brauchen noch. Wer kann denn schießen? Kann Philly? Hat der... Ah, hier, der hat einen Bogen. Killy. Der muss hier drauf. Und hier einmal dort dagegen schießen. Und einmal dort dagegen schießen. Ach, es fällt... Es fällt in diese Richtung. Wunderschön. So, wir schnappen uns wieder... Wie heißt da? Irgendwas mit D. Ich konnte es nicht lesen. Wie heißt der? Das muss ich jetzt wirklich jetzt wissen. Dalvin. Den kommen wir am besten klar, irgendwie. Und die müssten jetzt theoretisch gesehen alle den Weg selber hierher schaffen. Wenn nicht, dann kriegen wir das auch noch raus. Meine Fresse, war mein Telefon gerade laut. Das war der Hinweis, dass ich ins Bett soll. Es ist 0 Uhr 10. Ja, ist okay. Geh ja gleich ins Bett, liebes Telefon. Ich muss aber noch 7 Minuten aufnehmen. Mal schauen, ob wir in den 7 Minuten auch tatsächlich bis zum Ende der Folge kommen oder eher nicht. So, wir haben hier gerade eine Kurbel gefunden. Ich weiß auch noch nicht, für was wir die brauchen. Wir werden die auch nochmal finden. Müssen wir uns erstmal hier kurz hier durchprügeln, damit ich sehe, für was wir überhaupt die Kurbel brauchen. Ja, dort dafür, alles klar. So, dann gib mal die Kurbel her und steck die da dran. Und dann dreh hier gleich noch und damit ziehen wir uns die nächste Brücke hoch. Über die wir gehen. Über 7 Brücken musst du gehen. Dü-dü. Das ist wieder die andere Gruppe, oder? Ich glaube, das ist wieder die andere Truppe. Die wieder so viel zu kaputt machen hier. Oh. Und zwischendrin kämpfen auch noch. Also, hier merkt man jetzt auch schon, dass ich den Film überhaupt nicht mehr kenne. Ich kann mich hier an nichts erinnern. Ich kann ein bisschen was von dem Film kannte ich doch schon. Wahrscheinlich, weil ich irgendwann mal ein Netflix-Abo hatte und habe reingeschaut, aber zu Ende geschaut habe ich den Film wohl nie. Und
Okay, das war ein cooler Effekt, wie wir den getötet haben. Das merkt man dann jetzt hier doch schon, dass man überhaupt nicht mehr weiß, warum man jetzt hier ist und was man hier genau gerade tut. Aber, ja. Ach so, alles klar. Dann du dahin. Du kletterst an ihn hoch, oder? Nee, einfach nur auf ihn drauf. Genau, an ihn hoch, so. Und du auch noch an ihn hoch. Er kann jetzt hier ganz nach oben. Und jetzt müssen wir gleich noch irgendwie den Weg finden, dass er ihnen hilft. Oh, das ist ja ein cooler Sitz hier. Der da versteckt ist, der hier links. Das ist ein cooler Sitz. Der gefällt mir. Und ja, wir haben sogar gleich den richtigen mitgenommen. Okay, so wollte ich mich jetzt eigentlich nicht nach hier unten kämpfen. Ist jetzt kein Weltuntergang. Ah, jetzt fällt's runter. Aber es hat mich gerade doch etwas härter verwirrt, als ich dachte. Hier sollen wir wieder etwas aufbauen. So. Keine Ahnung was, aber wir bauen es erstmal auf. Jetzt bin ich gespannt, was das wird. Diese Blanke. Und ich bin gespannt, ob wir es schaffen werden, mal alles rechtzeitig zu finden. Und nicht wieder ewig zu brauchen dafür. Das Ding. Das Teil. Und, ja, wir haben jetzt lange gebraucht, das Teil. Warum sollte ich es auch schaffen? Wäre ja auch leicht, wenn man es einfach so auf einen Hieb hinbekommt. Muss aber auch mal dazu sagen, dass die Steuerung, um jetzt mal wieder einen Fehler rauszusuchen, die Steuerung auch tatsächlich so eine ist, die es nicht erlaubt, schnell zu sein, weil man muss halt mit dem Knubbel in diese Achterrichtung drücken und ein Knubbel ist halt für so eine Achtersegment jetzt scheiße. Also, naja. Ne? Wenn es jetzt... Also der Steam-Controller ist ein Knubbel. Kann ich euch das zeigen? Moment. Geht der Overlayer auf? Er geht leider nicht auf. Ich kann euch das nicht zeigen. Auf jeden Fall ist der Steam-Controller ein Knubbel und ein Knubbel ist wunderschön. Für das, was ich vorhabe, sag mal, suboptimal. Ich möchte gerne mit ihm spielen. Kannst du nochmal runterhüpfen, bitte? Was auch immer wir gerade zu Gesicht bekommen, was wir jetzt dann doch nicht sehen. Irgendwas wurde uns angezeigt, was wir hätten sehen sollen. Aber wir sehen es nicht, weil wir irgendwie immer noch hier hängen. Hämmern wir mal X. Und jetzt? Ja, wunderschön. Ja, jetzt kannst du bitte mal hier runterspringen und hier mal noch das einsammeln. Danke. Und was soll der Ausgang da? Soll den Ausgang darstellen? Oh. Ja. Genau. Es wäre ja auch langweilig, wenn wir hier nicht noch ein paar Mal gestorben wären. Hier noch drüber und... Ja, wir nähern uns den Ausgang. Wenn... Ne, es ist da noch nicht der Ausgang. Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, dass das schon der Ausgang ist. Und, was haben wir jetzt hier? Achso, wir sollen wieder irgendwas aufheben. Uiuiui. Wen haben wir den hier hinten? Man rennt halt immer noch aus Versehen manchmal. Ah, irgendwo dagegen. Sehr geil. Badoots und... Sehr schön. Wie sehen plattgedrückte Orks aus? Genau so. Was jetzt? Hier brauchen wir ihn. Ich weiß gar nicht, kann er das? Ah, X. Ja, kann er. Und dann rollt das Ding nochmal durch die Massen durch. Sehr schön. Und wir verpissen uns direkt hier raus. Bevor hier noch irgendwas schief geht. Da hoch kann eh keiner klettern. Haben wir damit das Level geschafft? Tatsache haben wir. Glaube ich. Ich hoffe es mal. Ich weiß es noch nicht. Und was machst du jetzt, Zauberer? Nein, wir haben es noch nicht geschafft. Es wird auch nicht gespeichert. Okay, dann beginnen wir erstmal mit dem Bosskampf. Wir werden den Bosskampf nicht mehr vollständig in die Folge bekommen. Seit wir das tun wird. Uiuiui, ich weiß noch nicht, wie wir ihn besiegen können. Aber ich mache das anders. Bevor wir jetzt hier gegen den kämpfen und irgendwie nicht klarkommen, gehen wir einfach erstmal schon mal in die nächste Folge und dann erfahrt ihr in der nächsten Folge, wie wir hier das Rätsel lösen, dass wir ihn besiegen können. Ich bedanke mich erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und muss irgendwie nach 8 Sekunden reden und sage wie immer zum Schluss, schön mit